Also noch einmal herzlich willkommen und sorry für die Umstände, aber der Procaster will einfach nicht mehr sich sozusagen mit dem Desktop von JFD verbinden. Ich habe jetzt hier jetzt keine Probleme. Es zeichnet jetzt auch auf in dem Live-Betrieb, aber der Switch funktioniert nicht. Gut, kommen wir auf die Märkte. Im DAX gab es heute ein schönes Aufwärtsgap, nachdem ich den gestern ja sozusagen angestupst hatte, dass ich gesagt habe, der ist ein Underperformer. Das hat ihm nicht gefallen und deshalb ist er heute um 150 Punkte nach oben gegappt oder fast 150 Punkte. Eine Bayer, da schauen wir eben gleich drauf. Hat hier dann das Kursziel erreicht, direkt den EMA 200 jetzt angelaufen mit dem heutigen Move. Somit ist dann das Setup hier erfolgreich zu Ende gegangen. Im DAX schaue ich nur gerade, wo ich den habe. Den habe ich hier. Gab es letzte Woche ja dieses Schaubild. Am Freitag gab es dann den Gap Close und ich bin dann der Meinung schon gewesen, jetzt muss sich der Blick nach oben richten. Klar, gestern war das kein besonders guter Tag. Allerdings mit etwas Glück hat sich das Setup jedenfalls auf Xetra-Basis hier ist dann doch noch ausgegangen. Kursziel natürlich mit dem Monster Gap Up erreicht und kann hier vielleicht sogar eben dann diese Wegstrecke dann komplett abarbeiten und orientiert sich jetzt an dem oberen Gap. So viel dazu. Im Nasdaq und im Dow Jones hatte ich ja gestern Abend gesagt, dass das eigentlich reicht, das neue Hoch. Natürlich mit den heutigen Future-Kursen ist sogar vorbörslich. Ich schalte hier mal um. Quelle. Jetzt lässt sich hier nicht mal die Quelle ändern. Okay. Sehr komisch. Aber gut, ich habe hier die Futures, die stehen 60 Punkte höher, also im Prinzip noch nicht ganz erreicht. Im Nasdaq war ja auch noch ein Gap Close auf dem Schirm. Das ist hier. Steht jetzt ja vorbörslich 17 Punkte höher. Also genau an der 14. Genau an der Gap-Kante steht jetzt der Nasdaq. Also auch hier dann wurde das Kursziel jetzt vollends erreicht. Was nicht gut läuft, ist jetzt hier die ATVA. Liegt leicht im Plus. Hier dieses, da wird heute nochmal vielleicht draufgehauen. Wie gesagt, habe ich ja erzählt schon gestern oder beziehungsweise auch am Montag schon, dass ein Rücklauf stattfinden kann. Der findet statt und hier in dem Bereich, also noch rund 20, 30 Pips höher, werde ich versuchen, nochmal eine Short-Position aufzunehmen und dann nochmal auf ein Tief zu setzen. Die Twitter war ja schon gestern im Gespräch, kommt nicht ganz in die Puschen, passt aber soweit und die Chinko Solar war ja gestern auch das Thema. Das größere Thema, was heute am Montag angesprochen worden ist, ist hier jetzt ein Short im Öl. Da ist auf Tagesbasis ist da hier bei WTI die 48,35 zu nennen und Schlusskurs darunter sollte ja Verkaufsdynamik auslösen und beim Brent waren die zwei Aussagen über dieser Marke kann es sich noch bis 52,70 ausdehnen nach oben, allerdings bei einem Schlusskurs hier unter 49,30 wäre hier ein Kursziel von 47 denkbar.
zum Gold eben kurz was. Ja, kommt jetzt die letzten Minuten da auch etwas unter Druck. Heute Morgen noch nicht nach dem ganzen, ja, schönen Move im DAX. Jetzt verliert er wieder 2, 3, 4 Dollar mehr. Und hier kann es sich eben, wie auch schon hier eingezeichnet, nochmal einen Rücksetzer geben. Der darf eben in die 1235er Region gehen. Und dann sollte es aber nochmal kräftiger ansteigen zum euro-kanadischen Dollar. Da wurde das Intraday-Setup super abgearbeitet. Das Tages-Setup wurde nicht aktiviert. Und hier das Pfund gegen neuseeländische Dollar ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Würde hier auf steigende Kurse gesetzt, den Stopp hier auf das letzte Tief. Aber jetzt sehe ich doch gerade, dass die Kerze hier gab es eine falsche Tageskerze. Diese Kerze ragte definitiv eben bis hier runter. Gut, dann waren hier, aber da war ich auch nicht auf JFD Brokers, da hatte ich nämlich hier den Forex. Und da war die Kerze eigentlich aber auch an dem Tag etwas anders. Aber gut. Nichtsdestotrotz ist man hier jetzt eben ausgestoppt worden und diese Kerze ist sowohl im Forex eben auch im auf JFD drinnen, was mich auch gewundert hat, aber hier auf 15 Minuten Basis sind Kurse anscheinend zustande gekommen. Also wer hier nicht so einen knappen Stopp gesetzt hat, liegt hier deutlich jedenfalls im Plus. Das war's und ich schicke jetzt noch mal eine Nachricht an den Support von Procaster und von dem JFD Desktop. Mal schauen, ob sich die Probleme, ob die Probleme in den Griff bekommen. Andernfalls bleibt es eben dann bei der Aufzeichnung und wie gesagt, ab morgen sollte die Aufzeichnung dann so gegen 9 Uhr eben schon online sein. Heute Abend werde ich noch ein paar Mal eben versuchen, dann sobald mir der Support nochmal eine Rückmeldung gegeben hat, es live zu versuchen. Aber sonst bleibt es eben, wie gesagt, bei der Aufzeichnung. Danke fürs Zuhören. Bis später.